kommen in den Himmel. Böse Comedians kommen zu Freischnauze XXL. Und hier ist Ihr Gastgeber, Dirk Bach. Guten Abend! Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön! Genug! Danke, ihr Lieben! Willkommen! Willkommen bei Freischnauze XXL. Vier Comedians stehen verzweifelt hinter der Bühne, haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Aber ich bin bester Laune, denn ein Blick auf meine Gästeliste sagt mir endlich. Endlich bin ich einen Abend lang nicht der Kleinste. Denn auch er kann aufrecht unterm Tisch stehen. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Hennes Bender! Ich freue mich. Und seine Spielgefährten sind Paul Polster, Mirja Bösch und Barbara Schöneberger. Und wo sind die anderen? Herr Panzer, die Freunde. Aber nicht so. Hat er auch nicht gebracht, oder? Nee. Ah, Kinder! Ist das nicht wunderschön, auf der einen Seite die attraktivsten Comedians Deutschlands, und auf der anderen Seite Mirja und Barbara. Ja. Es ist einfach. Wie fühlt sich das an? Für uns gut. Ach, ich würde sagen, Paul, wo ich dich da so schön sitzen sehe. Vielleicht weißt du es noch nicht, aber heute ist dein Tag, dein großer Tag. Du wirst nämlich heute endlich deinen Astralkörper zur absoluten Perfektion bringen. Ehrlich? Ja. Es ist dein erster Tag im Fitnessstudio von Mirja. Oh. Ja, vielleicht begebt euch einfach schon mal hier in euer kleines Studio. Ah, du kannst dich direkt auf die Matte legen. Was für schöne Sachen da drin sind. Ihr habt allerdings zwei Probleme, Paul. Mirja hatte vorm Fitnessstudio ein Domina-Studio. Sie ist dementsprechend eine sehr strenge Herrin. Und das andere ist natürlich, dass ihr euch wie in jedem Fitnessstudio bei der Konversation nur eines Satzes bedient, jeweils. Und der erste Satz beginnt mit A, der zweite mit B, der dritte mit C und so weiter, bis ihr beim Lass Z ankommt. Mütze. Ja, sicher. Moment, ja? Freunde. Oh, ihr seht so, so schön aus. Du musst ja so ein bisschen hoch. Alles klar? Eure kleine Szene also von A bis Z? Ja, dann mach doch. Dann würde ich sagen, Mirja, quäl ihn jetzt. Am besten, du gehst erstmal auf die Matte. Bitte, nicht so schlimm. Ich bin das nicht gewohnt, ne? Christian, runter. Das sieht doch so schon mal gut aus, oder? Ehrlich? Fuck you! Ich bin soweit! Gut. Hier immer schön nach vorne und hinten rollen. Jetzt! Was ist das denn? Ja, ich weiß auch nicht, aber roll mal. Ja, zeigst du mir vielleicht mal? Kannst du mal selber machen? Leck mich doch an Arsch. Meine Mutter hat ja immer gesagt, mit Typen mit rosa Koppen soll man sich nicht einlassen. Na, die meint aber nicht mich. Oh, doch. Papa hat auch gesagt, trau keinen in Jogginganzug. Quatsch, leg dich hin. Richtig. Zurück. Das geht nicht. Und ob das geht? Fräulein. Willst du mir jetzt erklären, wie Sport funktioniert? Interessierst du dich überhaupt für mein Leid? Yes! Guck mal an, dann steh doch mal auf.
Zuhören, ne? Zuhören. Wieso denn Z? Wo warst du denn? Wieso denn G und alles durcheinander? Hinlegen. Wir machen bei H noch mal weiter. H. Ja. Ja, im Ansatz schon gut. Kannst du vielleicht mal mithelfen? Leck mich. Mann, ist ja immer aufgeschmissen, wenn man so eine alte Bratze am Start hat. Nach unten, nach unten. Oho, warum das denn? Pass mal auf, ich bin hier die Lehrerin, ja? Quatsch nicht. Richtig. So, wir machen das zusammen. Tatsächlich. Und drunter. Vielleicht nicht ganz so nah. Was willst du denn von mir? Xantippe, ich heiße Xantippe, ja? Zeit geschlossen. Oh. Sehr schön. Aber noch B.I. Ja. Oder einfach wieder. Mach doch nicht. Mach doch nicht. Ich brauche unbedingt Aufklärung. Was ist passiert? Ihr wart eigentlich auf einem ganz geraden Kurs von A bis... Wir waren bei W und da hat der I gemacht auf einmal. Ja. Was passiert, Paul? Eigentlich wollte ich nur Zeit schinden. Was Zeit weißt du? Zeit schinden. Ach, Zeit schinden. Zeit schinden. Verstehe. Ja, tut mir Fliege leid. Eigentlich heute Abend schon wieder diese verdammten Hosenträger immer vorne und hinten ab. Ja, da ist hinten. Ich mache den jetzt in der Unterbuchse fest. Ja, da kommt hier noch. So ist gut, so ist gut. Lass mal schön die Mütze auf, vielleicht kannst du jetzt fürs nächste Spiel auch. Ach, Entschuldigung. So.